Schönen guten Abend zusammen, euer Serge Menga. Neben dem Dämon genannt Corona, der uns immer noch verfolgt, dann die Krise weltweit, Ukraine und Russland, die finanziellen Sorgen und Existenzängste, das eventuelle Frieren. Ganz, ganz schlimm für Afrikaner diesen Winter. Also ich brauche vier Decken. Aber darum geht es heute gar nicht. Ich habe letztes Mal bei Bekannten von uns einen Begriff gehört, Squeezer. Also ich kenne Squeezer eigentlich nur als eine Gruppe in den 90er Jahren, Squeezer. Die haben richtig gute Lieder gehabt. Aber dann musste ich nachforschen, was Squeezer überhaupt ist. So, der Gender. Gender, Gender. So, also, neben dem biologischen Geschlecht, dem Sex, gibt es auch das soziale Geschlecht. Gender, also das, in dem man sich als sich selbst fühlt. Okay? Unabhängig von seinen biologischen Geschlechtsmerkmalen. Ich glaube, ich hätte besser mein Abitur machen sollen. Okay, ich lese weiter. Üblich und anerkannt sind hier ganze 60. Serge, ich weiß nicht, ob das ein gutes Thema ist für später am Abend. Okay. Also, androgyner Mensch, androgyn, bigender, weiblich, Frau zu Mann, gendervariabel, hä? Genderqueer, intersexuell oder auch intersexuell mit Sternchen. Ich glaube, ich bin dumm. Männlich, Mann zu Frau, weder noch, geschlechtslos, nicht binär, pagender, trans, transgender, transfeminin, intergeschlechtlich. Okay, Leute. Ich mache Feierabend. Also muss ich das alles auswendig lernen, um als tolerant zu gelten mittlerweile. Dann habe ich ja viel zu tun. Two-Spirit, drittes Geschlecht, was ist das denn? Viertes Geschlecht, XY-Frau, Butch, Femme, Drag, Transvestit. Okay, die beiden kenne ich. Drag und Transvestit. Was ist denn Crossgender? Also ich kannte von der Schule aus schwul sein, lesbisch sein, transsexuell. Aber bei einer Liste von 60 mittlerweile, ich weiß ja nicht, wer die erfunden hat, den würde ich gerne kennenlernen. Aber was ist denn zum Beispiel ein Hermaphrodit? Was ist das? Gibt es das auch im Kongo oder ist das nur für Europa? Gibt es all das auch im Kongo, also in Afrika, das Kontinent jetzt? Gibt es sowas auch? Transmaskulin. Aber was mich wirklich interessieren würde, was ist ein zweitgeschlechtliches Zwitter? Ich wünsche mir doch einfach mal, dass wir miteinander auskommen. Ich werde das mal alles auswendig lernen. Aber, Leute. Wollt ihr mich verarschen? Bin ich im falschen Film? Was bin ich denn jetzt? Bin ich hetero? Bin ich Mann? Bin ich, was darf ich denn heute sein? So, wie gibt's auch? Oh mein Gott. Entschuldigung.